Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 29. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, du bist immer treu und immer für uns da. Sprich jetzt durch dein Wort zu uns im Namen Jesu. Amen. Wir sind gerade in 1. Mose 26 und haben gesehen, wie die Philister gar nicht mehr wirklich zu dem Bund standen. In der Zeit von Isaak, den sie mit Abraham gemacht haben. Aber auf Gottes Verlass. In Vers 24 lesen wir: Und der Herr erschien ihm in jener Nacht und sprach: Ich bin der Gott deines Vaters Abraham, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und ich will dich segnen und deinen Samen mehren, um Abrahams, meines Knechtes willen. Da baute er dort einen Altar und rief den Namen des Herrn an, und er schlug dort sein Zelt auf und Isaaks Knechte gruben dort einen Brunnen auch wenn Menschen uns übel mitspielen Gott ist immer für uns da sein Bund bleibt bestehen und Abimelech kam zu ihm von Gera und Ahusat seinem Freund und Pichol mit Ahusat seinem Freund und Pichol seinem Herrführer aber Isaak sprach zu ihnen warum kommt ihr zu mir da ihr mich doch hasst und mich von euch weggetrieben habt sie sprachen wir haben deutlich gesehen dass der Herr mit dir ist. Darum haben wir uns gesagt, es soll ein Ei zwischen uns sein, zwischen uns und dir, und wir wollen einen Bund mit dir machen, dass du uns keinen Schaden zufügst, wie wir auch dich nicht angetastet haben und dir nur Gutes taten und dich im Frieden haben ziehen lassen. Du bist nun einmal der Gesegnete des Herrn. Gott kann uns so sehr segnen, dass sogar unsere Feinde zugeben müssen, dass es uns gut geht und dass die Liebe sich mit uns wieder vertragen möchten. Da bereitete er ihnen ein Mahl und sie aßen und tranken. Isaac hat nicht darauf bestanden, Recht zu haben, sondern er hat hier so gehandelt, wie Gott es sich wünscht, dass wir handeln sollten, und eine Brücke geschlagen. Da morgen früh standen sie auf und schworen einander den Eid. Da ließ Isaac sie gehen und sie zogen in Frieden von ihm weg. Es geschah am selben Tag. Da kamen Isaaks Knechte und sagten ihm von dem Brunnen, den sie gegraben hatten, und sprachen zu ihm, wir haben Wasser gefunden. Und er nannte ihn Sheba. Daher heißt der Ort Beersheba bis zum heutigen Tag. Als aber Esau 40 Jahre alt war, nahm er Judith zur Frau. Die Tochter Beris des Hethiters und Basmat, die Tochter Elons des Hethiters, die bereiteten Isaac und Rebekka viel Herzenskummer. Wir haben schon über die Wichtigkeit der Partnerwahl gesprochen. Hier sehen wir, dass falsche Entscheidung auch unseren direkten Verwandten enorm viel Leid zufügen können. Und es geschah, als Isaak alt war und seine Augen dunkel wurden, sodass er nicht mehr sehen konnte, da rief er Esau, seinen älteren Sohn, und sprach zu ihm, mein Sohn. Er aber antwortete, hier bin ich. Und er sprach, siehe, ich bin alt und weiß nicht, wann ich sterbe. Wenn doch Isaak gewusst hätte, dass er noch Jahrzehnte leben würde, vielleicht wäre alles anders ausgegangen, aber er wusste es nicht. So nimm nun dein Jagdgerät, deinen Köcher und deinen Bogen, und geh aufs Feld und jage mir ein Wildbrett und bereite mir ein schmackhaftes Essen, wie ich es gern habe, und bring es mir herein, dass ich esse, damit meine Seele dich segne, bevor ich sterbe. Dem Isaak war das Essen ziemlich wichtig, und das wenn das etwas anders gewesen wäre, dann wäre vielleicht auch diese Familiengeschichte anders ausgegangen. Wir sollten darauf achten, dass auch für uns das Essen nicht einen allzu hohen Stellenwert einnimmt im Leben. Rebekka aber hörte zu, als Isaak diese Worte zu seinem Sohn Esau sagte und Esau ging aufs Feld, um ein Wildbrett zu jagen und es heimzubringen. Da redete Rebekka mit ihrem Sohn Jakob und sprach, siehe, ich habe gehört, wie dein Vater mit deinem Bruder Esau redete und sagte, bring mir ein Wildbrett. Und bereite mir ein schmackhaftes Gericht, das ich esse, und ich segne vor dem Angesicht des Herrn, ehe ich sterbe. So gehorche nun, mein Sohn, meiner Stimme und tue, was ich dir sage. Geh hin zur Erde und hole mir von dort zwei gute Ziegenböcklein, dass ich deinem Vater ein schmackhaftes Gericht davon bereite, wie er es gern hat. Das sollst du deinem Vater hineintragen, damit er es isst und dich vor seinem Tod segnet. Jakob aber sprach zu seiner Mutter, Rebekka, siehe, mein Bruder ist... Esau ist rau und ich bin glatt. Vielleicht hätte er gleich sagen sollen, dass es einfach unehrlich ist. Vielleicht könnte mein Vater mich betasten, da würde ich in seinen Augen als ein Betrüger erscheinen, so brächte ich einen Fluch über mich und nicht einen Siegen. Leider hat Jakob an dieser Stelle mehr Angst davor gehabt, als Lügner dazustehen, als ein Lügner zu sein. Wir sollten das Böse hassen, egal ob wir dabei ertappt werden oder nicht. Da sprach seine Mutter zu ihm, dein Fluch sei auf mir, mein Sohn, gehorche du nur meiner Stimme, geh hin und hole es mir. Es gibt Momente im Leben, da sollten wir nicht auf unsere allerengsten Verwandten hören. Wenn sie uns Dinge raten, die gegen Gottes Willen sind, und wenn sie unsere, unsere Eltern sind, Vater und Mutter, dann ist es nur schlecht, wenn wir einem solchen schlechten Rat folgen. Da ging er hin und holte es und brachte es seiner Mutter, und seine Mutter machte ein schmackhaftes Essen, wie es sein Vater gern hatte. Rebecca nahm auch die guten Kleider Esau's ihres älteren Sohnes, die sie bei sich im Haus hatte, und zog sie Jakob ihrem jüngeren Sohn an. Lasst uns heute so leben, dass unsere Feinde gerne sich mit uns vertragen, aber dass wir unter keinen Umständen auf einen falschen Rat hören. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass du immer treu bist. Wir möchten dich bitten, dass wir auch dann zu dir stehen. Wenn andere uns beeinflussen wollen, gegen dich zu handeln, das bitten wir im Namen Jesu. Amen.